Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warships. Ja, der letzte Part war eine Premium-Folge. Und zuvor habe ich ja gesagt, dass wir demnächst die Schiffe von Tier 4 bzw. Tier 5 auf Tier 6 kaufen bzw. erforschen und kaufen. Und heute ist es soweit, wir werden die Schiffe einfach mal erforschen und kaufen und sie natürlich komplett ausbauen, die Kapitäne, Skillen etc., wie ich es mir gedacht habe oder euch zeigen. Zum Beispiel hier, die Ryuchu habe ich eben mal so geskillt, auf Luftherrschaft, auf verbesserte Motorenfähigkeit, erstmal für den Anfang, Experte der Überlebensfähigkeit und verbesserte Flugpanzerung. Natürlich weiß ich, dass man hier auf Torpedos gehen soll, fliegende Fische, Geschwindigkeit der Flugzeugtorpedos und Torpedobomber, dass die Torpedo-Scharfschaltungsdistanz minus 10 ist, das weiß ich, und natürlich Annäherungszünder. Aber das wird nach und nach passieren. Ich möchte ganz gerne erstmal so grundmäßig meine Kapitäne hochskillen. Ich weiß, könnte theoretisch jetzt ein 21er Kapitän von einem Premium-Schiff hier draufsetzen und sagen, ey, yo, du spielst jetzt die Ryuchu die ganze Zeit, bis ich sie durch habe und dann setze ich dich wieder auf dein Premium-Schiff. Nee, tut mir leid. Das werde ich natürlich nicht machen. Eine Chance. Wir machen natürlich erstmal das hier drauf. Gerettet zum Mitnehmen. Wir nehmen ab Tier 6 natürlich die Grünen mit nebenbei, dass wir ein bisschen nebenbei noch was farmen können. Gehen natürlich dann zur Ausrüstung. Wir werden natürlich auch die Flieger und den Rumpf direkt erforschen und kaufen. Wie gesagt, heute wird erforscht und gekauft, was das Zeug hält. Ihr könnt ja schon bei den Credits sehen, es verschwindet. Bei den Pre-XP ist das gleiche. Es wird relativ schnell weggehen. Kann ich nur eins sagen. So, hier natürlich die Grundsachen für den Flugzeugträger. Torpedo, Bomber, Modifikation, Angriffsdauer der Torpedobomben plus 5. Natürlich. Und natürlich Torpedo, Bomber, Modifikation. 2, dass die TP weiter oben sind, das ist natürlich auch klar. Sollte man ja anbringen. Ja. So, dann gehen wir natürlich zur Ausrüstung. Ausrüstung könnten wir mal eine gute Tarnung drauf klatschen. Bei den Japanern würde ich mal sagen, nehmen wir mal Knödel, weil. Warum die Knödeltarnung? Sieht so japanisch aus. Und japanisch gefällt mir. Wir tun mal die Knödeltarnung drauf. Warum nicht? Sieht kitschig aus, sieht japanischer aus. Und ja, es ist ein bisschen funny, würde ich so tendieren. Die Knödeltarnung. Das klingt auch schon irgendwie lustig. Gut, dann gehen wir mal zum Mine Case. Hier möchte ich natürlich auch erforschen, also die hat Duharu erforschen und kaufen. 4000 und kaufen. Kapitän. Ein 15er Kapitän habe ich schon hier drauf. Hier habe ich natürlich die Grundbasis Sachen drauf gemacht und natürlich schon RPF. Ja, ihr seht schon, ein 15er Kapitän auf ein Tier 6er. Es geht langsam in die Höhe. Natürlich mache ich hier die grünen und natürlich hier die blauen und wieder hier die grünen. So, dann gehen wir natürlich zur Ausrüstung. Hier ist es klar, Hauptbatterie-Modifikation, dass unsere Torpedos nicht ausfallen sollten so schnell. Dann könnten wir theoretisch in der Waffenkammer die Motorboost-Modifikation 1 uns kaufen für 17.000 Kohle oder war das 19.000 Kohle? Empfehle ich euch nicht. Ich empfehle euch das Schadensbegrenzungsteam-System.
Hier möchte ich ganz gerne theoretisch Torpedogeschwindigkeit plus 5. Klingt nicht schlecht, aber Tier 6. Nimm mir die Zielgenauigkeit. Ja. Hier Antriebsmodifikation, falls ich mal im Nebel stehen sollte und doch ein bisschen mal Gas geben sollte. Das ganz schnell. Weil da Torpedos kommen. Natürlich, hier werden wir das Ganze auch erforschen und kaufen direkt. Gibt es noch B-Rumpf? Ich habe auch gar nicht mehr geguckt. Bei der Ryujo gibt es keinen weiteren Rumpf. Ja, hier habt ihr schon gerade gesehen. Wir müssen bei der Ryujo über 160 EP farmen. Bei der Hatsuharu nur 60.000. Das ist natürlich wieder so ein krasser Unterschied. Aber egal. So. Die Hatsuharu eine spezielle Tarnung schon? Ja, sie hat eine Neujahrstarnung. Nennt sich Hatsuharu Neujahr. Neujahr Hatsuharu. Sieht so aus. Tun wir auch gleich drauf lassen. Was hat sie als Besonderheiten? Sie hat 2 Doppelguns und 2 Torpedowerfer. Mal 3. Also 3 mal 2 oder war das 2 mal. Ja, da muss ich nochmal schauen. Torpedos. 2 mal 3. Also 2 Torpedowerfer, 3 Torps. Insgesamt so. Das war die Hatsuharu. Jetzt kaufen wir natürlich die Fubuki oder erforschen erstmal die Fubuki. Nummer knapp 6000. Da ich die 3xP habe, kaufe ich die und erforsche sie. Und hier habe ich nur einen 10er Kapitän drauf. Bei der Fubuki. Habe ich aber noch einen anderen Kapitän. Da kann ich gleich nochmal schauen. Sieht nicht so danach aus. Alle Kapitäne sind besetzt irgendwie. Wir hätten aber noch eine Hashitade auf Level 10. Hier hätten wir noch eine Hashitade. Hier hätten wir noch eine Hashitade. Nee, Shimanto. Takahashi. Uso. Kaku. Okay. Wir haben sehr viele Premium-Kapitäne. Sehr viele. Wir tun natürlich den normalen Kapitän drauf. Es ist da egal, welchen Kapitän. Hauptsache ein Zehner-Kapitän. Standard ist alles ausgerüstet. Wir haben natürlich keine Funkortung. Wird aber demnächst passieren, dass ich da die Funkortung drauf mache. Vielleicht beim nächsten Mal zurücksetzen, dass ich das erforsche. Und hier möchte ich ganz gerne die Grünen drauf haben. Okay. So, dann gehen wir natürlich auch hier wieder auf die Hauptbatterie-Modifikation. Hier gehen wir auf das Schadensbegrenzungsteam. Hier gehen wir natürlich auch wieder auf das Zielsystem-Modifikation. Hier gehen wir natürlich wieder auf die Antriebsmodifikation. Und ja, erforschen den B-Rumpf. Kaufen auch den B-Rumpf für knapp 1 Million. Erforschen die Torpedos. Okay, dann noch die Feuerleitanlage erforschen und kaufen. Und ihr seht schon, die Credits und die freien EP gehen runter wie nix. Äußeres, wir haben hier Schnee und Sterne. Fubuki tut mir natürlich drauf. So sieht die Tarnung aus. Auch eine Weihnachtstarnung. Sieht auch mega lässig aus. Dann gehen wir mal zur Agano. Die wird Richtung, ja, Kokase gebracht. Wir haben natürlich die 3xP, also beziehungsweise die EP gesammelt. Von der letzten Runde mit ihr. Kokase hat auch nur einen 10er Kapitän. Da habe ich natürlich anstatt die volle Rohre, Ladezeit der Torpedos auf Brandwahrscheinlichkeit. Warum? Man hätte natürlich auch volles Rohr drauf tun können. Dann wenn die Torpedos schnell nachgeladen. Aber 2 Minuten nehme ich ganz gerne in Kauf. Muss ich ehrlich dazu sein. So,
würde man nur noch 108 Sekunden warten. Aber was soll's? Was soll's? So. Auch hier wieder die Grünen drauf. Und natürlich die Blauen. Grünen. Geht natürlich auch direkt hier drauf. Hauptbatterie-Modifikation. Die Schadensbegrenzungsteam. Dann hätte man ja auch noch die Torpedowerfer. Drehgeschwindigkeit, Risiko. Torpedogeschwindigkeit. Ja, klingt gar nicht mal so schlecht, aber wie gesagt, wir gehen auf das Zielsystem. Hier Antriebsmodifikation, Feuerleitanlage. So können wir nochmal ein bisschen weiter schießen mit der 13,9 Kilometer. Juhu, eine coole Reichweite auf jeden Fall. Hier natürlich die Hydro reinbauen, weil Hydro ist sehr wichtig. Gut, dann gehen wir auf Äußeres. Wir haben hier keine permanente Tarnung. Also werden wir eine permanente Tarnung raussuchen müssen. Internationaler Frauentag könnten wir hier drauf tun. Würde passen. Würde theoretisch passen. Wir könnten aber auch Azolane Sirene drauf tun. Da habe ich sehr viele zuweisen. Danke. So. Das war's mit der Kukase. Jetzt gehen wir natürlich mal zur Furutaka. Sie wird ja zur Aoba. Auch sehr schönes Schiff, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich. Aber ich glaube, der 8. gefällt mir mehr. So, Aoba. Auch hier wieder anstatt volle Rohre habe ich hier nur Sprengmeister drauf. Das waren damalige meine Kapitänsskillung. So. Ja. Ich lasse auch hier den Sprengmeister drauf, weil das das Einzige ist, was ich auf der Reihe drauf tun würde mit volles Rohr. Ja? Da ich 10 Kilometer schon Standard habe, aber meine Verbogenheit bei 10,5 ist, bringt es mir noch gar nichts, direkt auf die Torpedos zu gehen. Versteht ihr, was ich meine? Das bringt noch gar nichts. Also ein bisschen Ahnung habe ich schon. Ich müsste also aufgehen, voll breit ziehen und danach würde es sich erst was lohnen. Oder wenn ein Schlachter relativ schnell ist, da dann drauf ziehen. Hier natürlich auch wieder Antriebsmodifikation. Erforschen natürlich auch hier alles und kaufen alles. Die Feuerleitanlage, hoffentlich habe ich hier ein bisschen mehr Reichweite, aber ich glaube schon. Ja, ein Kilo mehr als die Kokase. Und hier gucke ich mal, was hätten wir hier? Wir hätten hier keine permanente Tarnung. Hier würde es sich doch lohnen, die asiatische Laterne drauf zu tun. Bam. Ja, schon mal viel, viel schicker aus. So, Kongo. Kongo ist ja mittlerweile auch fertig. Schon lange. Da kaufen wir uns die Fuso. So sieht die Fuso aus mit einem riesen Power drauf. Das ist Wahnsinn. Mit einer Verbogenheit von 18,3 Kilometer. Mit einer Artillerie Hauptreichweite von 19,8. Wir setzen aber unseren Fuselkapitän drauf auf Level 15 und sehen Verbogenheit nur noch 16,5. So, Kapitän bin ich leider noch nicht drauf gegangen. Geht gleich los. Geht nochmal auf den Kapitän. Hier habe ich natürlich präventive Maßnahmen, falls doch unser Motor ausfällt, Lenkung ausfällt, kann ich immer noch steuern. Luft wie geschmiert. Die Drehgeschwindigkeit der Hauptturm, dass der noch ein bisschen schneller geht. Da ich nicht unentdeckt bin mit japanischen Schlachtern, brauche ich das auch nicht. Dann habe ich hier Grundlagen, könnte man natürlich Adrenalinrausch gehen, Tarnungsmeister und natürlich Notreparatur-Experte. So. Das war die Fuso. Dann gehen wir auf Hauptbatterie-Modifikation.
Schadensbegrenzungsteam. Natürlich die Zielsystemmodifikation. Nein. Was empfohlen anbringen? Achso, nein. Hier natürlich auch Antriebsmodifikation. Wenn ich mal abbremse und dann wieder Gas geben möchte, dass ich wieder ganz schnell drauf bin. Hiermit hätte ich dann 24,5 Knoten. Das ist schon heftig. Dann natürlich die Feuerleitanlage. Damit habe ich 21,8 Kilometer Reichweite. Und natürlich die verbesserte Rumpf. So, dann gehen wir auf das Äußere. Bei der Fuso habe ich, glaube ich, 2 Tarnungen. Nee, 3 sogar. 4 Tarnungen. Fast. Die Tarnung müsste ich mir kaufen für 1000 Dublonen. Bringt nichts. Wegweiser. Fuso. Sieht relativ okay aus. Dann hätten wir noch Azulane Fuso. So sieht sie dann aus. Die schöne Fuso. Schön bunt. Schickimicki, aber bei mir steht immer noch die japanische Festung. Da. Bam! So sieht die Fuso aus. Die Fuso, muss ich sagen, gefällt mir jetzt schon extremst mehr als die. Was war das? Kongo? Genau. Kongo war das. Fuso hat nämlich insgesamt 6 Zwillingstürme, 2 vorne, 2 Mitte und 2 hinten. Sehen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Wir können natürlich auch noch hier Flaggen drauf machen. Brauche ich natürlich nicht. Ich lasse das Ganze mal. Ja. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Wird auch wahrscheinlich mein Thumbnail werden für die Folge hier. Ihr werdet natürlich schon sehen, was ich für ein Thumbnail habe. Ob ich nun die Statue habe oder auch eher weniger, muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache. Und ja. Ich sag aber jetzt schon mal, danke fürs Einschalten. Ich werde natürlich in dieser Folge keine Runde mehr fahren. Wir werden erst dann wieder in der nächsten Folge weiterfahren. Wie schon gesagt, diese Folge sollte ein bisschen chillig sein. Hab ein bisschen schnell gemacht. Schnell geredet auf jeden Fall. Weil es ist warm mittlerweile. Wir haben es schon fast um 5. Ich muss demnächst wieder ins Bett in 2 Stunden. Ja, ich möchte noch ein bisschen noch was anderes machen. Und ja. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.